Hi, mein Name ist Katrin und du bist ja auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet und zwar heute zu einer Sneak Peek von Diamond Art Lab. Dieses Kit erscheint morgen und wir dürfen uns heute hier schon angucken, eine kleine Vorschau auf das, was morgen bei Diamond Art Lab released wird. Es ist ein rundes Kit und ich freue mich sehr, dass Diamond Art Lab mir das für euch zur Verfügung gestellt hat, damit wir es uns genauer angucken können. Vielen Dank dafür. Und es ist von einem meiner Lieblingskünstlerinnen. Ihr wisst ja schon, was es ist. Es ist Herbalist Helper von Ivy Dollamore. Ich liebe ihre Artwork. Guckt euch das an mit dem Frettchen. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die ist Apothekerin. Und mal gucken, vielleicht mache ich ihr das. Fertig. Da sind super viele Details drin. Im Bild hier oben die Schmetterlingskarte, hier die Blumen, sie wiegt hier Sachen ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das in 55,8 mal 70,6 rund hinbekommen. Sehr, sehr gespannt und wir gucken jetzt mal rein. Für alle, die neu sind, ne, hier ist ein Kreis drauf. Heißt für uns in Pink, heißt für uns, es sind runde Steinchen. Und auch dieses Bild hier oben in Pink sagt uns das. Hier hinten steht nochmal alles drauf, wie Diamond Painting funktioniert. Diamond Art Lab ist ein Shop located in, also aus Amerika, verschickt aber nach Deutschland und Zoll- und Einfuhrgebühren, als auch Versandkosten, sind ab 75 Euro komplett drin. Unter 75 Euro müsst ihr 15 Euro, glaube ich, Versandkosten zahlen. Je nachdem. Und da ist aber der Zoll dann auch mit drin. Das heißt, ihr braucht euch hier keine Sorgen machen, dass ihr da eine böse Überraschung hinterher beim Zoll bekommt. Hier ist ein kleiner Sticker mit drin. Den kann man sich ins Journal machen, ins Tagebuch, ne, oder hier auf die Box. Ich mache es mir hier auf die Box, weil ich die Kartons so lagere, dass ich von vorne dann sehen kann, was was ist. Dann haben wir hier unser Toolkit. Da ist alles drin, was ihr zum Diamond Painting braucht. Wir schauen mal zusammen kurz rein in das Gutste. Und zwar haben wir natürlich ganz wichtig unseren Stift. Wo in einem hellen Blau. Ich glaube, sowas hatte ich noch nicht. Die Farbe hatte ich noch nicht. Also, hier haben wir unseren kleinen Squishy. Ne? Das ist, damit ihr es besser halten könnt. Seht ihr? Also, man macht den hier drauf, dann kann man den Stift besser halten. Außerdem sind hier noch zwei Mehrfachsetzer drin, ein 7er und ein 4er. Ne? Für hier hinten drauf, damit ihr mehr Steinchen auf einmal setzen könnt. Natürlich ist hier auch Wachs dabei für euren Stift. Das sind zwei Plättchen. Sehr gutes Wachs. Das ist nicht so durchsichtig. Daran seht ihr, dass das wirklich gut ist. Ich arbeite damit sehr, sehr gerne. Und das Döschen verhindert, dass es euch austrocknet. Dann haben wir natürlich ein Schiffchen und zwar ein etwas größeres. Das finde ich sehr gut. Ein klares Schiffchen hier vorne mit dem Stopper, dass euch die Steinchen nicht dauernd rauspurzeln. Und ich hebe meine tatsächlich auf, weil ich bei Bildern mit vielen Farbwechseln tatsächlich die Farben schon hier reinmache und sie mir dann aufstelle. Wenn ihr da ein Video zu wollt, wie ich so Color Blocking mache, ohne durchzudrehen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare und Daumen nach oben, dann machen wir das. Hier haben wir unsere Tütchen, da könnt ihr die Reste reinpacken oder direkt drin ein abkitten. Immer sehr, sehr nützlich. Und natürlich bekommen wir auch einen Coverminder, ein hellrosa Macaron. Das ist kein Hamburger. Folie zur Seite, das Teil oben drauf, den Magneten unten drunter und dann hält der eure Folie bei der Seite und ihr könnt schön painten und es sieht auch noch gut aus. Und hier haben wir noch Washi-Tape. Damit könnt ihr die Ränder abkleben, damit euch da nicht Staub dran kommt. Das sieht dann auch noch hübsch aus oder eure Bild aufteilen, das mache ich. Und ich finde das schön. Oh, das ist cool. Das ist schön. Oder damit basteln, journalen, was auch immer. Das ist cool. Ziemlich mädchenhaft heute, ne? Finde ich. All das kommt in diesem cool Toolkit. Und hier haben wir dann tatsächlich das Herzstück des Ganzen. Do what makes you sparkle, Diamond Art Lab. Und wir wollen wissen, was drin ist. Ja. Und es ist die neue Leinwand. Die ist so wahnsinnig weich. Ihr glaubt es nicht. Aber darauf kommt es nicht an. Ich streichle meine Leinwände trotzdem gerne. Sondern dass es wirklich eine hochwertige Leinwand ist. Auch diese Delle, die das Toolkit hinterlässt, macht überhaupt gar nichts. Aber bevor wir uns das Bild anschauen, schauen wir hier mal.
Hier haben wir eine Anleitung, da steht drin, wie dein Pinten funktioniert. Eine VIP-Gruppe, 10% Coupon. Wenn das allererste Mal bestellst, kannst du meinen Code benutzen. Dann bekommst du 15%. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Hauptsache, du bestellst nicht ohne einen Rabattcode. Ne? Das ist nicht vorgesehen. Kannst auch einen anderen nehmen. Irgendeinen anderen, ist mir jetzt völlig egal. Hauptsache, du kannst ein bisschen sparen. So, Herbalist Helper. Hier steht nochmal drauf, wie das Kit heißt. Hier haben wir die Steinchen. Und wie gesagt, das sind runde Steinchen, das sind Harzsteinchen, es sind wunderbare Steinchen. Damit Adler produziert ihre, die Steinchen selbst, nicht in eigener Fabrik. Und hier habt ihr mal einen Überblick über die Farbrange. Es sind sehr viele Braun- und Grüntöne dabei. Wir schauen uns die gleich nochmal im Detail an. Dann haben wir hier einen Aufkleber. Hier haben wir nochmal die Artwork. Da seht ihr das Bild jetzt nochmal im Ganzen. Dann der kleine Schmetterling. Ich bin echt gespannt, ob diese ganzen Details, die wir auch hier im Hintergrund haben, ob die wirklich durchkommen. Sie hat hier, ja, seht ihr das? Tattoos und an den Armen auch. Sie wiegt da was ab und hat hier ihr Buch und ihre Döschen und das Frettchen hilft. Voll toll. Voll schön. Ich glaube eher, dass das Frettchen da drauf hüpfen als durcheinander bringt. Aber, nun gut. 55 mal 8,8 mal 70,6 ist krumm in Zentimetern, aber in Inches macht es tatsächlich Sinn, ne? 22 mal 28 Inch. So. Und dann haben wir hier 53 Farben. Oh, nicht schlecht. Ja, hier sehen wir die Symbole. Da ist jetzt, soweit ich das sehen kann, alles wunderbar. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass damit Artlab momentan darauf achtet mittlerweile, dass nicht mehrere verschiedene Pfeile dabei sind, sondern wenn ein Pfeil dabei ist, dann nur in eine Richtung, dass man da nicht so durcheinander kommt. Ja, Sie hören zu. Als auch die Zahlen, dass die hier an der richtigen Stelle sind. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Wir haben 1, 2, 3, 4 ABs. Alles unter 150 ist bei damit Artlab ein Aurora Boreale Steinchen. Und zwar diese vier. Das ist so ein Beige, ein Grau, ein Rosa und ein Dunkelgrau. Wir schauen gleich mal. Das ist ein Aufkleber. Die sind schon vorher ausgeschnitten für euch. Direkt auf die Container kleben und loslegen oder auf die Tütchen. Und das hier kommt bei mir ins Journal und dann trage ich hier ein, wann ich angefangen habe und wann ich fertig war. Und hier haben wir die Leinwand und das Bild. Do what makes you sparkle, damit Artlabs Leitspruch. Wir haben hier Wellenränder und abgesteppt. Ihr habt links als auch rechts, ne, rechts unten und links oben eine Legende. Wir haben hier unten nochmal alle Informationen zum Kit. Ivy Dollarmore ist die Künstlerin. Damit Adlab hat Lizenz, dieses Bild zu produzieren und uns zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen, damit wir hier diese Kunst von Ivy Dollarmore eben auch an unseren Wänden haben können und die unser eigenes Kunstwerk damit herstellen können. Und das bewundere ich sehr, beziehungsweise das ist Voraussetzung, um auf meinem Kanal zu erscheinen. Lizenzierte Artwork, dass die Künstler bezahlt werden für ihre Arbeit. Und das passiert hier. Auf Instagram und Facebook könnt ihr sehen, was so immer bei Diamond Art Lab Neues erscheint. Jeden Samstag gibt es neue Designs. Und das hier ist, wie gesagt, eins davon. Und wenn ihr ihnen auf Social Media folgt, dann seht ihr immer, was da so passiert. Hier ist eure lebenslange Garantie auf Steinchen und die Leinwand. Irgendwelche Probleme, einfach den Support anschreiben. Das gilt für jedes Unternehmen. Schreibt den Support an und schaut, was passiert. Der Support von David Artlab ist in meinen Augen großartig. Ich hatte noch nie Probleme. Im Gegenteil. Da haben wir es fast ganz drin. Wow. Spiegelt ein wenig, aber nichtsdestotrotz. Richtig gut. Wir schauen jetzt nochmal hier die Symbole uns auch an. Kristallklar, wie immer, noch nie ein Problem gehabt. Wir haben ganz, 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 ganz leichte Hilfskreise. Das ist ein bisschen kleines Symbol, aber gut von denen nebendran zu unterscheiden, das ist immer wichtig. Gehen wir nochmal in die Totale.
Hier haben wir unser Kit. Und es ist großartig. Ich will mal eben sehen. Schauen wir mal. Die Details, die ich gerade sagte. Die Details, die ich gerade meinte. Hier oben aber die Schmetterlinge. Okay, ja. Und hier ist der kleine Schmetterling. Da ist das, was hier so, ja, zum Trocknen am Schrank hängt. Hier ein Ohrring. Das Frettchen sieht toll aus. Wow. Wow. Also klar, ne, das ist jetzt alles ein bisschen kantiger, als es hier ist. Aber, yes. Hier selbst die Kerze sehen wir gut. Die Feder. Machen wir hier natürlich Color Blocking im Fenster, ne? Die Blumen sehen toll aus. Da sieht man auch, dass das eine Sonnenblume ist und dass das eine Rose ist hier zum Beispiel. Ihr Gesicht ist richtig gut geworden, finde ich. Doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch nicht nur ein Hautfarbenton, sondern mehrere. Sehen wir hier. Das sind verschiedene Hautfarbentöne. Mit Haaren bin ich ja immer so ein bisschen picky, wenn die so super strähnig aussehen, dann bin ich sehr gespannt. Aber auch hier sind sehr viele verschiedene Farbtöne drin. Die Tattoos sieht man. Man erkennt sogar was. Und hier auch. Toll! Wow! Nee, mega! Hier auch die Muster im Pullover, in dem Strickpullover. Das Strickmuster da mit drin. Uhu! Mega! Ich liebe es. Ich liebe ihre Bilder. Die machen mir so. Das sind so cozy Bilder. Ivy Dollamore macht einfach. Das ist so zum Wohlfühlen und immer starke Frauen drauf. Und richtig, richtig cool. Richtig gut. Schaut da unbedingt mal im Shop vorbei, ihre anderen Kunstwerke an oder stalkt Ava Dollamore mal auf Instagram und guckt euch mal an, was sie so macht. Super. Ich finde sie großartig. Ich glaub, und ich habe auch fast alle ihre Bilder. Zwei fehlen mir. Wir schauen uns jetzt mal die Steinchen an. Ihr könnt jetzt erstmal über das Bild euch das ein bisschen von näherem angucken. Haltet schon mal Ausschau nach den ABs, dann spare ich mir nachher ein bisschen Zeit. Und ich fummel das hier mal auseinander und wir schauen uns dann zusammen die Steinchen an und danach gucken wir uns an, wo die ABs denn so hinkommen. Bist du ja wieder, dann können wir loslegen mit Steinchen-Bingo. Zwar haben wir super viele Brauntöne, das wird echt gut, aber ich meine, auf dem Bild sind ja auch viele Brauntöne drauf. Die 301, die 938, die 898, dann haben wir fürs Fenster hinten zweimal weiß,
Und auch hier nochmal die Steinchen angucken. Harzsteinchen, Eigenproduktion von Diamond Art Club. Die 310 haben wir dreimal. Die 300 einmal, zweimal. Dann die 838, die 840, die 839. Die 3857, 336, 823, 377, 402, 3799 und die 3856. Cool. Weiter geht's mit der 3776, 452, zweimal. Dann die 451, also die grau-beige Abstufung, die sind dann oben für Fenster und Wand wahrscheinlich. Und die 451 nochmal. Dann die 453 noch. Dann die 561, die 3750, so ein Blauton, die 500, schönes Grün. 645, die 3830 und unser erster EB, die 106. So ein schmutziges Weiß oder ein ganz helles Beige. Was ist ein IB? Aurora Borealis Steinchen, die haben eine ganz spezielle Beschichtung. Das seht ihr hier, die reflektieren das Licht, wie die Nordlichter leuchten. Daher auch die Namen Aurora Borealis, IB Steinchen. Und die kann man super nutzen, um Akzente zu setzen. Und auch die Steinchen außenrum profitieren da immer so ein bisschen mit. Bei gutem Einsatz sind die richtig wertvoll. Und wir schauen uns nachher mal an, wo die hier so eingesetzt wurden. Die 930 haben wir noch, die 502 und das ist ein richtig geiler Ton. Der ist so ein bisschen zwischen Grün und Teal. Wow, also richtig cozy. Toll, und der hier nehme ich auch. Die gehen so richtig in die gleiche Farbrange. Finde ich toll, habe ich jetzt noch nicht oft gesehen. Ein bisschen pastellig, ne? Toll, richtig cool. Die 3825, die 754, die 932 und die 3817, die gehen auch so in diese Farbrichtung von gerade eben, ne? Toll, mega, ich mag es, neue Farben zu entdecken. 945, die 890, die 3770, die 356, 3778, 758, 3853, die 3854, 948, 3855, 113, das ist ein nächster EB, ein pinkfarbener, rosafarbener EB. Boah, glitzert das. Die 317, nicht, dass die Steinchen von Diamond Adler nicht eh schon glitzern würden für die Hölle. 605, 3823 und die 139, ein grauer EB. Das mag ich auch besonders gerne. Schön, boah. Die 415, oh, guck mal, hier wurde einer zerquetscht, der Arme. Das war hier so ein grauer, der wollte rüber zu den EBs. Er wollte ein EB sein, der hat es nicht geschafft. Oh. Die 762, die 414 und hier haben wir die 104, unseren letzten AB, so ein bisschen peachfarben und dann noch die 666, rot. Super herbstliche Farben haben wir. Ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, gewünscht, was wirklich so cozy Vibes, herbstliche Vibes, dass das im Herbst rauskommt. Aber auch jetzt im Winter können wir es uns natürlich damit gemütlich machen. So ist ja nicht, ne? Trotzdem, es wäre für mich wäre es ein Herbstkit gewesen. Schauen wir mal. So. Hier sind unsere vier EBs. Finde ich auch mal wieder spannend. Was anderes. Ne? Und wir schauen uns jetzt auf dem Bild mal an, wo die hinkommen. Und da legen wir mal los mit der Nummer 1 auf der Legende. Das ist diese etwas peachigere Farbe. Ne? So ein bisschen Pfirsichfarben, Hautfarben. Helle Hautfarben und das ist das Symbol 1. Und dieses Symbol kann ich nicht finden. Ja, wo ist es denn? Mögt ihr mir helfen? Nein, mögt ihr wieder nicht. Ne, ihr lasst mich hier wieder zappeln und ich muss alleine suchen. Die 1. Ich habe die 1 gefunden. Das sind hier diese Stippen. Seht ihr das? Doch, seht ihr, ne? Hier. Hier diese Lichtpunkte, dieser Staub, der hier so rum
rumfliegt. Hier. Auf dem Bild sieht man es nicht. Ne? Der Staub, der hier so rumfliegt, die Pollen oder was auch immer. Hier 1, 2. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann hier drüben noch. Auch dasselbe. 2, 3, 4 nochmal. Ne? Also 10, 11 Mal brauchen wir diesen Ebi. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 11 Mal. Das ist jetzt nicht so viel. Ne? Aber interessanter Einsatz. Dann die Nummer 2 ist der hier. Das ist so ein ganz hellgelber. Und der ist ähnlich eingesetzt. Und zwar haben wir den hier oben. Hier immer auch als eben diese Lichtpunkte, diesen Staub, den man im Licht sieht. Ne? Das ist das hier oben. Und eben mit dem Einser unten. Dann haben wir hier oben bei den Schmetterlingen nochmal ein bisschen was von diesem AB. Wir haben hier am Ohrring bei ihr den AB. Im Auge nicht, aber im Auge vom Frettchen haben wir den AB. Und dann, ist das übrigens, ist das ein Frettchen oder ist das ein Marder? Das ist ein Frettchen, oder? Dann haben wir den Zweier-Ebi hier an ihren Haaren. Und hier oben auch ein bisschen in ihren Haaren, aber hier diese hellen Strähnen, die hier runtergehen, da wo das Licht auf die Haare trifft. Wir haben hier am Fenster noch ein bisschen vom Zweier-Ebi. Dann hier in der Blume, die sie da gerade in der Hand hat, ist der Zweier-Ebi nochmal drin. Ja, ganz schön weit verteilt, der Gutste hier. Sehr schön. Und die Nummer 3 ist unser Rosana-Ebi. Das ist dieser hier. Symbol 3. Und das ist hier in dem Fläschchen. Ja, ne, hier in dem Fläschchen haben wir den Zweier, den Dreier-Ebi. Und hier auch. Da haben wir noch ein paar Pünktchen. Und hier oben. Ups, hier. Hier oben in der Blume, die hier oben liegt, da sind auch noch mal die pinkfarbenen ABs drin. Und ja, natürlich. Moment. Heute sind sie sehr weit verteilt. Hier in dem Schmetterling in der Mitte. Schön. Ja, sehr schön. Und last but not least haben wir noch hier natürlich unseren grauen Ebi. Ja, das ist das Symbol Nummer 4. Also die 4 suchen wir und die finden wir hier in ihrem Schmetterlingsohrring in der Mitte. Dann finden wir die 4 noch. Im Frettchen ist die 4 nicht. Hier ist nochmal vereinzelt die 4 in den Griffen drin. Dann hier haben wir noch ein bisschen von der 4. Hier in den Griffen, an dem Schrank hier, in den Schubladen. Solche Schubladen bräuchte ich auch zum Diamond Painting, so im Schrank. Ich brauche so einen Apothekerschrank. Ich muss mal gucken. da muss doch mehr sein. Das sind doch schon so ein paar. Wenig. Aber mehr finde ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Das könnte es auch gewesen sein. Also die EBs sind sehr gezielt eingesetzt und verteilt. Außer der weiße, oder nicht weiße, der hellgelbe, fast weiße, der ist hier, der simuliert eben diese Spiegelung von dem Licht, was hier rüber geht. Und dann haben wir diese, ja, dieses Staub, das hier mit der 2 und der 1 simuliert wird, das hier. Und hier im Licht leuchtet. Und ich glaube, das reicht auch, dass genau das hervorgehoben wird. Ich bin auf den Effekt wirklich, wirklich sehr gespannt. Und ich finde das Bild toll. Ich finde es großartig. Erst habe ich gedacht, so mit den schwarzen Outlines hier, ob mir das nicht zu kantig ist. Aber umso länger ich mir das Bild ansehe, umso mehr sehe ich, dass wir absolut die Details bekommen werden. Die das Bild braucht, hier das Tattoo, hier, dass wir das alles richtig gut sehen werden. Und ich freue mich sehr darauf und bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass diese schwarzen Outlines einfach Tiefe geben, auch hier im Haar, dass das und dass die Details weiter nach vorne treten können. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es rauskommt. Hier ist nochmal das Original. Na, ihr seht, hier haben wir eben auch das Licht. Wir haben hier
Den Staub, der rumfliegt, das sieht man jetzt hier in der Kamera nicht so gut, aber auf dem Bild seht ihr das. Viele Brauntöne, ein sehr kuscheliges Bild, wie ich finde. Und diesmal mal keine Hexe, sondern einfach ein Mädchen, das sich mit Kräutern auskennt. Vielleicht ist es auch eine Hexe, wer weiß. Aber ne? Super, super schön. Herbalists Helper. Ab morgen bei Diamond Art Club erhältlich. Und zwar ist der Release, wie immer, 17 Uhr deutscher Zeit für Diamond and Ruby Members und für alle anderen um 17:30 Uhr. Die Zeiten sind auch nochmal unten in der Infobox für euch aufgeführt. So. Die Zeiten und alles, was ihr zum Release dieses Bildes wissen müsst, ist unten in der Infobox. Einfach mal reingucken. Das erscheint morgen zusammen mit ein paar anderen Bildern. Wenn ihr euch die angucken wollt, gebt einfach mal bei YouTube in die Suchanfrage oben Sneak Peek Diamond Art Club ein und sortiert nach Datum. Und dann seht ihr die anderen auch in Unboxings von Content-Creatern, von Kolleginnen, meist englischsprachig. Aber das macht ja nichts, wenn man sich die Bilder angucken will. Ne? Ist es ja nicht so schlimm. Und ansonsten guckt mal bei Instagram rein, da seht ihr auch, oder Facebook, da seht ihr auch alle Bilder, die morgen erscheinen. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, erstens mal, ob das ein Marder oder ein Frettchen ist. Ich weiß mal wieder von nichts. Und zweitens, wie euch dieses Bild gefällt, ob das für euch auch so cozy Vibes sind. Ich bin begeistert. Ich finde es toll. Ich mag die Künstlerin. Habt ihr von Ivy Dollarmore schon mal was gepaintet? Wie findet ihr die Künstlerin? Gehört sie auch zu euren Favoriten? All das und mehr gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video hier alsbald wieder. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen super entspannt. Aufregen lohnt sich nicht. Bis dann. See ya!